wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Jetzt geht's ums Auto pur. Denn hier braucht's keinen Fahrer mehr. Thema autonomes Fahren. Wie sehr ist denn das Science Fiction bei VW? Bei VW, sage ich mal, ist das keine Science Fiction. Wir haben ja schon unsere Lehren rausgezogen. Im Werk gibt es Fahrzeuge, die autonom fahren. Aber natürlich verweise ich mal auf unsere Kollegen aus Ingolstadt, Firma Audi. Die haben ja auf der A9 auch eine Teststrecke. Und ja, es funktioniert, aber viele Herausforderungen sind da noch zu bewältigen. Das heißt, autonome Autos könnten Sie schon bauen? Theoretisch ist das machbar, aber wir brauchen dafür viele, viele Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Was ist das? Das ist der 5G-Standard. Klar, das ist erstmal, dass das Auto überhaupt kommunizieren kann. Was glauben Sie, wann kommen die autonomen Fahrzeuge flächendeckend auf die Straße? Das kann man schlecht beantworten, weil natürlich auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, in Europa geschaffen werden müssen. Und dann kann man erst echt in die Entwicklung gehen und sagen, jetzt können wir solche Fahrzeuge auch bauen. Weil sonst würde man sehr viel Geld investieren vielleicht für Dinge, die wir am Ende gar nicht benötigen. Das heißt, erstmal müssen wir noch zusehen, dass wir unseren Führerschein behalten. Das ist richtig so. Alles klar, vielen Dank. Danke.